Lass den Bullshit. Versprich mir, dass die Menschen ins Zimmer greifen und ich ziehe gerne sofort ab. Du hast bestanden. Ist vorbei. Und per Gesetz seist du nun dem Tod geweiht. Dieser Wasserkäfig wird dein Grab, Kind. Was? Doch nein, das kann ich nicht erlauben. Das Land muss an uns Tantas glauben. Exakt! Drum gibt es keine Gnade für eine Tanta-Mörderin. Keine! Okay, ich lasse euch das besser mal in Ruhe aus... Schweig! Noch ein Wort und du verlierst deine Zunge! Oh ja, das klingt fair. Gerechtigkeit. Unverschämte, reuelose, mörderische Kreatur. Dieser Ort wird dein Grab. Für immer! Ich befürchte, ohne einen weiteren Kampf werden wir hier nicht davonkommen. Du hast sie anscheinend so sehr erzürnt, dass sie dich so ziemlich schmutzig macht. Ich wollte echt nicht gegen noch mit Hunter kämpfen. Ja, du hattest keine Wahl. Sie war nicht mehr ohne Witz gegen mich. Deine Bestrafung.
Denkt an Sipor, die Stadt mit vielen Menschen. Nur Graves Tod kann ihre Sicherheit. Niemandem ist es erlaubt, die Gesetze Ephias zu brechen. Wie gefällt dir das? Oh nein, was jetzt? Mit ihrer Macht manipuliert sie die Schwerkraft. Bereit? Das könnte wehtun. Ja. Yeah. Stirb! Stirb! Säubere nicht. Und fall auf gar keinen Fall dort hinein. Da kommt sie wieder. Halt die Augen offen. Büßen! Bleib weg, Dämon! Hast du Schmerz? Nur der Tod wird dich befreien. Oh. 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 Nein! Verdammter Dämon! Du sollst sterben! Genug Zeit loszulassen. Oh, Schwester. Oh, ihr Herz so schwer. Ihre Tochter fort. Sie leidet sehr. Tochter? Wovon redest du da? Sag's mir, was soll das bedeuten? Der Dämon. Tochter sind das. Tochter, sind das was? Was passiert hier? Graf ist tot. Ich nehme an, der Großteil ihrer Zauber ist verflogen. Und? Und darum wird es gleich ziemlich nass hier.